Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Wo ich gegen die Wand erstmal fahre. Perfekter Start. Nein, eigentlich wollte ich da reinfahren und ins neue Gebiet. Wir müssen nämlich 3 Rangkämpfe machen, beziehungsweise vorgesehene Kämpfe. Nach Neo-Brasil. Es fehlt nur noch eine Sammelmission, ne? Dann können wir eigentlich die Sammeltouren starten. Dann mache ich so ein paar extra Videos. Einmal eins für Santo Destroy, eins für die eine Stadt. Ich mache auch extra bei den Bäumen erstmal, dass ich sie nur pflanze und nicht mehr hochkrabbel. So, hier haben wir direkt einen Kampf. Einmal hoch. Scotty, beam mich hoch. Scotty hat mich verstanden. Let's go zwischen den Boxen. Anti-Gravity Death Force. Weg mit dir. Aua. Ich wollte eigentlich gerade eben ausweichen. Schade, ich wollte Mustang-Modus haben. Ja, jetzt habe ich Mustang-Modus. Während ich ausweiche. Ich bin doch eigentlich perfekt ausgewichen. Doch, einer weg. Euch hau ich weg. Ich hab den in den anderen reingeworfen. Doch, nehmen und werfen. Das ist immer die beste Option. Na, wie gefällt's dir so, wenn ich die von hinten ansäbel? Easy going! Sweet. Tschüss! Easy! Aber ich habe ein paar Schläge kassiert, ist kein S. Aber das Mustang ausweichen ist geil. Muss ich sagen. Ist schön, mal zur Abwechslung wieder Story zu machen. Am letzten Mal habe ich ja so gut wie gar keine Story gemacht. Hier sind so einige Fragezeichen. Ich fahre jetzt aber erst im Kreis einmal hier drum herum. Okay, hier ist nix. Da ist ein Baum zum Pflanzen. Und hier ist auch direkt ein Klo zum Putzen. Ich wollte eigentlich den Baum pflanzen, aber ich habe das Motorrad genau so gestellt, dass es nicht geht. So, jetzt geht's. Da vorne ist ein T-Shirt-Alien, das ist jetzt nicht so wichtig. Einmal Klo putzen, das ist ultra wichtig. Jetzt darf ich wieder zärtlich daran rumziehen. Ich habe es immer pervers klingen zu lassen. Erstmal Druck aufbauen und dann sanft dann rütteln. Ach, das macht Spaß. Ja,
Das ist perfekt. Ichiban! Easy going! So, das T-Shirt, guck mal, die ganzen Fragezeichen wurden aufgedeckt. Brauche ich keine größere Beachtung mehr schenken. So, da ist ein vorgesehener Kampf, den nehmen wir natürlich sofort. Wie gesagt, die Sammeltouren, die mache ich noch nicht, zumindest jetzt noch nicht. Die Sammeltouren, die mache ich, soweit ich alles freigeschaltet habe, dann mache ich auch so ein paar extra Videos, wo ich für jeden Bereich eine Sammeltour mache. Außer die geht richtig schnell, da mache ich aus zwei Orten eine. So, dich als nächstes. Dort nehmen und reinwerfen. Tschüss. Ihr seid ja mega easy. Gar keine Herausforderung. So, nur noch einer ist übrig. Du bist erst recht keine Gefahr. Ah, ich verstehe jetzt endlich, wie dieser Angriff funktioniert. Doch nicht. Nehmen und werfen. Dann ist er tot. Ja, wir machen jetzt heute alle vorgesehenen Kämpfe hier. Oh, S-Rang. Ich habe richtig viele Coins bekommen. Ich habe auch so viele WSN, die kann ich wieder ausgeben. Oh, Gespräch. Da bahnt sich der nächste Bosskampf an, der mir den Gegner klauen wird. Freue ich mich schon drauf. Vor allen Dingen, der will mich tot haben, weil ich ihn nerve? Was ist denn das für ein dämlicher Grund? Warum habe ich hier bisher keinen Skorpion gesehen? Da sind Nudeln. Hier ist ja fast gar nichts. Also wenigstens kann man so auch nichts übersehen, ne? Da vorne ist eine Deathman-Karte, die hole ich mir gleich. Ich muss eh wahrscheinlich sehr viel Geld erstmal farmen. So, nächster Kampf. Oh. So. Den habe ich, glaube ich, auch noch nie vorher bekämpft. Fällt mir ein. Ich mache erstmal die Hüpferiche fertig, die Nerven.
Tschüss. Einer weniger. So, wo ist der andere? Dich mache ich jetzt zuerst fertig. Hau ab! Ich verstehe nicht genau, wie sich dieser Angriff aktiviert, ne? Ich dachte erst, ich hätte es verstanden und dann habe ich es wieder doch nicht verstanden. Ich hätte erst das eine machen sollen. Es aktiviert sich einfach manchmal. Das ist so ein Mini-Boss, aber ich weiß nicht, was das für einer ist, weil ich habe den vorher noch nie gesehen. Zumindest kommt mir der jetzt nicht bekannt vor. Oh, ich kann ihn greifen. Und da ich hinter ihm bin, kann ich ihn direkt nochmal greifen. Der braucht so lange zum Aufstehen, da kann ich ihn einfach greifen. Mega easy. Alter, ich habe jetzt schon 4800 allein durch diesen Kampf schon wieder bekommen. Der jetzige Bosskampf kostet wahrscheinlich 40.000, die habe ich doch bestimmt schon zur Hälfte. Einfach mal gucken. Ich kriege jetzt eh die Nachricht. Ja, 40.000, es kommt immer 5.000 dazu. Und guck mal, ich habe schon 31.000. Da vorne lag noch eine Deathman-Karte, das habe ich gesehen. Und ganz hinten am Ende sehe ich jetzt schon die Statue stehen. Oh nein, scheiße, ich habe einen Wellenmodus aktiviert. Jetzt haben wir 6 Wellen vor uns. Nee, das skippe ich eben. So, Leute, ich hatte den Kampf jetzt eben kurz gemacht. Der hat eine Viertelstunde gedauert, weil das 6 Wellen waren. Sorry, aber ich habe das jetzt nur deswegen rausgecuttet. Weil ich mache jetzt hier nicht 6 Kämpfe am Stück, wo je 3 Viecher waren. Ah, hier ist keine Statue, hier ist nur ein Baum, okay. Na komm, bin ich für den Baum hier rübergekommen, da wird er auch gepflanzt. Dann fahren wir jetzt hier auf dem Weg wieder zurück und machen noch die restlichen vorgesehenen Kämpfe. Die würde ich gerne heute noch machen. Beim nächsten Mal gibt es dann den nächsten Bosskampf. So, hier ist jetzt der nächste vorhergesehene Kampf. Ich gucke natürlich nach rechts und links, ob sich hier irgendein Vieh verbirgt oder irgendwas in der Art. Da habe ich auf jeden Fall gesehen, da könnte noch ein Baum gepflanzt werden. Mache ich eben. Ich gucke natürlich auch da drunter einmal. Da komme ich mit dem Wagen wahrscheinlich eh nicht runter. Nee, komme ich nicht. Einfach einmal drumherum rennen. Hier ist nichts. Okay, weiter geht's. Wagen rufen und weiter. Hier ist ja auch irgendwie kein Skorpion. Nicht ein einziger. Oder zumindest habe ich keinen gesehen. Ja, Leute, nächster Kampf. Und was habe ich jetzt vor der Nase? Die Dinger. Und jetzt gerade habe ich kurz richtig ausgeteilt. Ich kann immer nur einen werfen. Tut mir leid. Hab dich. Jetzt verreck. Danke. Einer weniger. Erstmal aus dem Leben getreten. So, grapschen. Tschüss. Vorgesehener Kampf beendet. Easy.
hätte gerne mehr von diesen Riesengegnern. Die sind wenigstens richtig interessant. Das habe ich innerhalb von 1 bis 2 Minuten fertig gemacht. Und bin wieder zurück. Nur noch einer, ne? Oder verlese ich mich? Nee, nur noch einer. Und ich habe dann sogar tatsächlich die ganze Ebene hier fertig abgeguckt. Weil die Ebene nicht besonders groß ist, tatsächlich. Ich kann hier direkt dann beim nächsten Mal abgeben, also das Geld. Hier ist jetzt noch ein vorgesehener Kampf, den machen wir natürlich. So. Und was kann ich jetzt versäbeln? Hau du erstmal ab. So, den würde ich immer gerne als erstes töten. So, hinwerfen, damit er nicht viel machen kann. Wo ist er hingeflüchtet? Mann, jetzt steh auf! Und du, tschüss! Da kann ich ihn nicht angreifen. Immer werfen, wenn die Möglichkeit besteht. So, ich drehe dich jetzt aus dem Leben. Denkst du, ich sehe dich nicht mehr? Im Ernst? Du bist nicht unsichtbar. Du bist nur ein bisschen Camouflage, das war's. So, dich nochmal werfen, dann bin ich nicht los. Schwert einmal voll machen. Tschüss. Ich weiß, ich habe sehr viel Schaden erlitten. Aber ich achte bei solchen Gegnern hauptsächlich auch kaum drauf. So Leute, alle vorgesehenen Kämpfe sind erledigt, ne? Ich kann jetzt hier vorne im Bereich nochmal hier auf der rechten Seite gucken, ob da noch was ist. Weil da kleine bisschen können wir uns ruhig angucken. Ich habe auch genau jetzt genügend Geld. Ist hier noch irgendwas? Ein Skorpion etc.? Oder ist diese Ebene hier wirklich komplett skorpionfrei? Nein, da ist nur eine Verteidigungsmission. Die nehmen wir nicht. Die mache ich offscreen. Ja, Leute. Hier gibt es sonst jetzt nichts weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.